Hallo Freunde, wie ihr seht, geht es heute an einen Tagebau, um genauer zu sein, den bekannten Tagebau Hambach zwischen Köln und Aachen. Seid also mit dabei, wenn wir uns die riesige Dimension dieses Loches angucken, das bis zum Horizont zu gehen scheint. Wir werden einmal um den Tagebau herumgehen, dabei werden einige Aussichtspunkte, große Schaufelradbagger und so einiges mehr zu sehen sein. Bleibt also dran und entdeckt mit mir die alten Überbleibsel der ehemaligen Autobahn A4 und eine Ortschaft, die bis auf eine Kirche und vereinzelte Häuser abgerissen wurde. Und das alles bedingt durch den Braunkohleabbau. Erlebt einen gewaltigen Eingriff in diese Landschaft zwischen Faszination und Sprachlosigkeit. Direkt nach dem Intro geht es weiter. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Wir stehen hier gerade vor einem Teilstück eines Schaufelrades, dieses von einem Schaufelradbagger stammte. Im Vergleich zu den parkenden Autos im Hintergrund sieht man schon sehr gut, wie groß dieses ist. Und hier handelt es sich wie gesagt nur um ein Teilstück. Ein vollständiges Schaufelrad kann auch gut und gerne mal einen Durchmesser von guten 22 Metern haben. Wenn man sich einmal vorstellt, wie hoch es ist, wenn man auf einem 10 Meter Brett im Schwimmbad steht und das nochmal mal 2 nehmen würde, na dann, Brustmahlzeit. Und direkt geht es weiter zu dem Aussichtspunkt Terra Nova 1. Von hier oben aus haben wir einen dermaßen weiten Ausblick, der quasi bis zum Horizont zu gehen scheint. Wir sehen sehr gut die verschiedenen Abbauschichten dieses dermaßen großen Tagebaus, der nur noch von der Breite und Länge getoppt wird. Hier kommt man sich sehr schnell ganz klein vor. Selbst die riesigen Schaufelradbagger sehen von hier oben nur ganz klein und winzig aus. An einigen Schautafeln bekommen wir Informationen durch die RWE über die Zukunft, Energie, Schaufelradbagger, Rekultivierung und zum Kohleausstieg und weiteres. Der erste Bagger ging am 16. Oktober 1978 in den Dienst und buddelte hier nach Braunkohle. Dadurch bedingt nahm die Geschichte ihren Lauf. Es musste im Laufe der Jahre etliche Ortschaften umgesiedelt werden, Wälder abgeholzt werden, ich sag nur Hambacher Forst, das dürfte den meisten schon mal zu Ohren gekommen sein. Sogar ganze Autobahnstücke mussten im Tagebau weichen. Aber zu der Autobahngeschichte kommen wir später im Video noch einmal drauf zu sprechen. Zudem besuchen wir auch eine Ortschaft, die fast vollständig schon abgerissen wurde wegen dem Braunkohleabbau. Es werden hier jährlich an die 250 bis 300 Millionen Kubikmeter an die Oberfläche gefördert. Und das bei einer aktuellen Betriebsfläche von 4380 Hektar und einer aktuellen Tiefe von bis zu 400 Metern. Damit liegt der Tagebau auf Platz 1 der größten Braunkohlegruben Europas. Es gibt hier und in den naheliegenden Kraftwerken an die 1500 Mitarbeiter. Bei einem Abraum zu Kohleverhältnis von ca. 6 zu 1 merkt man schnell, dass viel gebackert werden muss, um an etwas Braunkohle heranzukommen. Die daraus gewonnene Kohle wird anschließend mittels der Hambachbahn nach Bergheim, Auenheim verfrachtet. Über eine weitere Bahn, die Nord-Süd-Bahn, wird diese anschließend zu den Kraftwerken Niederaußem, Neurath und Frimmersdorf geliefert. Das liegt bei Grevenbruch. Zudem geht auch ein weiterer Teil der Kohle zum Kraftwerk Goldenberg, das liegt bei Hürth-Knapsack. Dort wird die Kohle gemahlen und verbrannt. Die dadurch entstehenden heißen Rauchgase erhitzen Wasser, das durch Rohre durch die Brennkammer geleitet wird. Der dadurch resultierende Wasserdampf treibt eine Turbine an und diese erzeugt dann letztendlich durch einen Motor und Magnetfeld Strom, ganz grob jetzt mal gesagt. Dieser Strom wird dann in die Versorgernetze eingespeist. Wichtige Stromproduktion auf der einen Seite, große Zerstörung und Verschmutzung auf der anderen Seite. Im Jahr 2030 soll hier Schluss sein mit dem Braunkohleabbau, so zumindest der Plan. Dann wird renaturiert. Es ist sogar im Gespräch, die Grube zu fluten und daraus einen riesigen See zu machen. Ich sagte ja bereits zu Beginn des Videos, dass bei der Erweiterung des Tagebaus damals ein Teilstück der R4 weichen musste. Dies begann Anfang 2013. Zudem mussten die Ortschaften Morschenich und Mannheim mit dem Umsiedeln beginnen. Die Überbleibsel des ehemaligen Ortes Mannheim schauen wir uns gleich noch einmal etwas genauer an. Das heute aktuelle und befahrene Stück der A4 liegt ca. 3 Kilometer südlicher, als es früher einmal war. Wir schauen uns hier jetzt einmal einige Überbleibsel der früheren A4 an, diese noch nicht von der Grube verschlungen worden sind. Man erkennt hier noch sehr deutlich die beiden Hauptfahrrichtungen der ehemaligen Autobahn sowie deren Mittelgrünstreifen. Es ist wirklich sehr interessant, hier mittendrin zu stehen, wo früher einmal tausende Autos pro Tag hergefahren sind. Aktuell ist hier eine sehr ruhige Stille. Die Frage ist nur, wie lange bleibt diese noch? Wann wird es hier wieder laut? Wann werden die Bäume hier gefällt? Wann beginnen die Bagger hier mit dem Abbau? Wann wird dieses Stückchen Natur auch noch der Braunkohle zum Opfer fallen? Wie eben schon einmal erwähnt, wichtiger Strom auf der einen Seite, Verschmutzung und Zerstörung auf der anderen Seite.
Jetzt sind wir einige Kilometer östlich gefahren und stoßen hier auch wieder auf ein Teilstück der früheren Autobahn und schauen uns diese jetzt einmal von einer etwas erhöhten Position aus an. Dort im Hintergrund oben rechts sehen wir auch schon die sich nähernde Grube, die dieses Gebiet in den nächsten Jahren ebenfalls zerschlingen wird. Wir sind jetzt ungefähr 600 Meter weiter nördlich gegangen und dort sieht es schon ganz anders aus. Wir sind ganz in der Nähe der Abbruchkante und im Hintergrund können wir sogar einige Kraftwerke sehen. In nicht allzu langer Zeit wird man dort, wo wir jetzt gerade stehen, bestimmt nicht mehr so ohne weiteres stehen können. Hier sind wir relativ nah an einem Schaufelradbagger, der sich mit Leichtigkeit durch die Erdschichten baggert. Ich finde, dass dies ein wenig mit einer Wüstenlandschaft oder Steppenlandschaft gleichkommt. Viel trockene und sandige Erde, weit und breit kein Grün zu sehen, lediglich einige trockene Sträucher kommen hier hervor. Mal gespannt, wie es aussehen wird, wenn hier in etlichen Jahren mit der Renaturierung begonnen wird. Ich muss sagen, dass ich einige echt gut gelungene Renaturierungen bisher gesehen habe, zum Beispiel in alten Kalksteingruben bei Wuppertal. Dort stehen mittlerweile sehr viele grüne, blühende Bäume und weitere Pflanzen und teilweise kommen da auch seltene und geschützte Tiere zum Vorschein. Da entwickelt sich die Flora und Fauna mittlerweile beachtenswert gut und zügig. Wie es aber hier in Zukunft sein und aussehen wird, ja, das sehen wir dann in vielen Jahrzehnten. Vielleicht. Jetzt fahren wir gleich einmal etwas weiter, wieder in den Süden zurück, ungefähr 1 Kilometer weit. Was hier noch relativ schön, grün und friedlich aussieht, führt aber eigentlich zu einem eher traurigen Ort, zumindest für die dortigen Menschen. Wir fahren zu der ehemaligen Ortschaft Mannheim, bei dieser heute nur noch eine Kirche und ganz, ganz wenige Häuser noch stehen. Der Rest wurde in den letzten Jahren bereits umgesiedelt, denn noch hier soll und wird in Zukunft Braunkohle abgebaut werden. Die restlichen Gebäude wurden wegen der Umsiedlung alle abgerissen und es zeugen eigentlich nur noch die vorhandenen Straßen davon, dass hier mal etwas gestanden haben muss. Es ist auch hier ein sehr komisches Gefühl, entlang zu fahren, mit dem Wissen, dass hier früher einmal eine Ortschaft stand, diese bereits im Jahre 898 nach Christus erwähnt wurde, also eine über 1000-jährige Beständigkeit hier an Ort und Stelle gehabt hatte. Sprich, eigentlich schon eine historische Tradition gehabt hat, die aber der Braunkohle wegen weichen musste. Denn hier soll es spätestens 2024 so weit sein, dass hier die Bagger die Ortschaft beziehungsweise die ehemalige Ortschaft verschlingen werden. Ob das so eingehalten wird, das weiß ich nicht, aber wie so vieles, das wird man alles im Laufe der nächsten Jahre sehen. Kleiner Fun Fact am Rande: Am 1. August 1995 fand in dem Gemeindehaus dieses Ortes die standesamtliche Trauung von Michael Schumacher und Corinna Betsch statt. Ursprünglich wurde sie im Standesamt Kerpen geplant, wegen des unerwünschten großen medialen Rummels wurde sie kurzfristig nach Mannheim verlegt. Ja, kleines Örtchen, große Bedeutung für den einen oder anderen. Hier können wir jetzt noch einmal die katholische Pfarrkirche St. Albanus und St. Leonardus sehen, die sie aktuell hier noch steht. Was eigentlich so idyllisch wirkt mit der Sonne auch im Hintergrund, ist aber leider nur vorübergehend, denn diese Kirche wurde mittlerweile auch schon entweiht und wird auch natürlich, wie auch die letzten Häuser, die ja noch an Ort und Stelle die letzte Stellung, sag ich mal, halten, abgerissen werden. Jetzt sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos in solchen Formaten haben möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Somit verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Nächstes Jahr habe ich auch vor, zum Tagebau Garzweiler zu fahren und dort ebenfalls ein tolles Video nur für euch zu drehen. Bleibt also dran. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut.